Einen wunderschönen Willkommen zu einem kleinen Spielchen, was relativ selten auf meinem Kanal ist. Und zwar ein Wimmelbildspielchen, aber ein ganz süßes und schönes und überhaupt. Und ach, das sieht so alles so toll aus. Und ja, willkommen zu My Brother Rabbit. Ist es von, wie heißen die Brüder? Artifex Mundi. Ne? Die sind ja relativ dick im Geschäft, was Wimmelbildspiele betrifft. Und ja, hier sind wir nun. ich habe ganz kurz reingeguckt und fand das so knuffig und niedlich und teilweise, ja, es ist ein Wimmelbildspiel, aber teilweise so liebevoll und so atypisch, ne, von dem, was man so kennt, ne? Und dementsprechend dachte ich mir, Mensch, das müssen wir spielen. Wir starten mal hier ein neues Spiel. Ja, ich weiß, dass mein aktueller Papa, Mama, der Bruder. Na schön. Und auf einmal Bauchschmerzen. Oh. Krank. Bruder hilft dabei, mit dem Hasen sie abzulenken. Und wir sind im Spiel. Und ich glaube, es fehlt nicht viel Fantasie. Und das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Es fehlt nicht viel Fantasie zu sagen, dass das hier ja, eine fantasievolle Welt dessen ist, was gerade in der Wirklichkeit passiert. Ne? Sprich, ein Unheil greift über. Hier oben ist die Schwester. Und wir sind halt der Bruder, der den Hasen spielt. Und ja, versucht, für die Schwester da zu sein. Okay, gucken wir mal. Ich soll den Hebel drücken. Okay, ich drück mal den Hebel. Mach ich. Ja, okay. Okay, ich nehme das und dick's da ab. Rote Flüssigkeit. Oh. Okay, Wasser haben wir auch schon mal. Was haben wir hier? Oh, rote Flüssigkeit. Okay. Aha, rote Flüssigkeit macht das weg. Die Schwester, dieses komische lila Zeugs, macht sie krank oder traurig. Eher krank, ne? Okay, weiter. Mit der roten Flüssigkeit kann man es kaputt machen. Okay, weiter. Ziel ist es, zum Doktor zu kommen. Okay, weil dort ist alles in Ordnung oder... da wird der Schwester geholfen. Okay, das kriegen wir, denke ich mal, hin. Genau, sie hat oberste Priorität, wissen wir ganz genau. Okay. Oh. Und die Leiter sollen wir reparieren. Dinge, die du brauchst, wenn das Symbol blau ist, befindet hier sich das Gegenstandsteil. Okay, das ist also gleichzeitig eine Hilfe. Wir werden es gleich sehen. Ich habe wirklich ein Weilchen gebraucht, um das zu begreifen. Wie viele Teile du brauchst, zeigt unten diese Pünktchen an, ne? Wo du einen vollständigen Gegenstand benutzen musst, zeigt dir dann wieder das darunterliegende an. Das heißt, wir bekommen jetzt das Teil hier. Wenn es hellblau unterlegt ist und nicht grau, dann gibt es hier in diesem Raum eins oder mindestens eins dieser Gegenstände, die benötigt werden. Und sie müssen dann eben halt da eingesetzt werden. Das ist relativ trivial, denke ich mal. Schauen wir mal an, wir haben hier einen Schlüssel verloren. Der würde doch hier passen, richtig?
Na klar passt der da. Super. Und jetzt haben wir hier was? Oh. Wir müssen Strippen besorgen. Wenn das Symbol grau ist, befindet sich hier kein Gegenstandsteil. Okay. So, und wir brauchen 4 Strippen, wie es scheint. 4 Stück. Was haben wir hier? Hier ist eine Strippe. Ah, Nummer 1 haben wir schon mal. Hier ist auch eine Strippe. Kriegen wir jetzt nicht weg. Ah, das ist eine Stange. Muss auch irgendwas in der Form sein. Hier gibt es ja auch unterschiedliche Sachen. Was haben wir denn hier? Nochmal Ballon. Der ist fest. Keine Ahnung, was das ist. Hier ist ein Eis. Okay, bleibt da. Die Blume sieht ein bisschen traurig aus. Ah, noch eine Stange. Können wir damit... Wir können. Sehr gut. Oh, warte mal, können wir damit auch gleich das hier? Jawohl. Und dann das da. Damit hätten wir die Strippenaufgabe erledigt und können das hier gleich benutzen. Und jetzt kommen diese typischen oder Wimmelbild-typischen Minispiele dazwischen, die wir jetzt so erklären müssen. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Nee, warte mal. Ich glaube das nicht. Warte mal. Halt. Ach, da komme ich auch nicht hin. Achso, der Grüne ist ja noch verkehrt. Warte mal. Der Grüne ist so. Der ist so und Blau ist so. Okay, es gibt keinen weiteren Gegenstand hier. Dann müssten wir doch hier was finden, richtig? Oh. Ey, cool. Was ist das hier? Keine Ahnung. Nix. Oh, ich wollte hier nicht stören. Ein Letterschming? Okay. Aha, okay. Ich hab's gehört. Hier ist aber... Geht das hier auch? Jawohl. Ein... Dings. Okay, ja, wir haben einen komplett großen Stück Baumstamm kaputt gemacht. Was ist das hier? Ah, ein Ballon. Können wir nichts mit anfangen. Und ein Eis, okay. Hier gibt es aber nichts weiter. Wenn es aber nichts weiter mehr gibt. Ach so, warte mal. In dem Raum gibt es nichts weiter. Aber in dem Raum gibt es noch was. Was denn? Das da? Nein. Ah, das Lineal. Okay, 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 okay. Und dann können wir das Ganze jetzt hier fertigstellen. Und Hase kann nach draußen. Ja, 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 ja. Okay, wir müssen unbedingt mit Ballons, wie es scheint, zum Doktor. Dann wird alles gut. Oh, was? 9 Stück. 9 Ballons. Okay, 9 Ballons. Dann schauen wir mal. Also einen haben wir hier. Und ich weiß noch, einen hatten wir hier. Und zwar in dem... In dem Modus, okay. Hier ist auch kein weiterer Ballon. Mhm. Hier ist so ein Ballon noch. Na klar, der da. Völlig übersehen. Und, gibt's noch einen? Scheinbar. Hier gibt's auch einen. Ah ja, hier, wa? Sieht so aus. Okay. Daran? Ach, da war noch... Was? Da war... War? Wo ist hier einer?
Ballon, Ballon, Ballon. Wo ist hier noch ein Ballon? Ach, da! Oh, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Mann, alles total versteckt hier. Ah, Moment, geht das? Ja, das geht, okay. Ballon. Hier ist noch einer. Da. Oh, da ist so ein Glühwürmchen, okay. Und hier ist noch ein Ballon. Tatsache, hier. Ey, wir haben alle. Super. Ab geht's, los. Nein. Ey, die halten uns ab. Die halten uns ab. Ah, rote Farbe. Okay, machen wir. Oh. War das vorhin auch schon da? Ach, das ist so ein... Ah, so eine Art Hinweisdingens, hä? Wir sollen Schmetterlinge fangen. Okay. Hier war einer. Hier ist keiner mehr. War hier unten einer? Nee. Hier war, glaube ich, einer, ne? Warte mal. Ja, okay. Boah, die sieht so traurig aus hier. Mal, mal gucken, ob das geht. Oh, es geht. Oh, ist ja süß. So kleine interaktive Sachen, teilweise ohne Funktion, einfach nur da. Schön. Aber lenkt auch schön ab, würde ich mal sagen. Hier sind keine Schmetterlinge. Hier sind aber Schmetterlinge. Da oben sehe ich einen. Das ist kein Schmetterling. Ey, hier ist doch eine Raupe. Okay, Knöpfe soll ich besorgen. Ich suche aber immer Schmetterlinge. Was ist das hier? Ach, hier soll ich Eis besorgen. Drei auch noch. Da ist ein Letterschmink. Keine Schmetterlinge mehr. Also Eis, Eis hatten wir, ne? Eis ist einmal... Oh, hier, guck mal. Ein Eis. Stimmt, dann war ein Eis hier unten. Und dann war ein Eis, hier. Tatsache. So, dann haben wir die Eise. Mal gucken. Die müssen wir hier benutzen. Ah, hier zum Runterkühlen. Ah, zum Runterkühlen. Schön. So, was haben wir hier? Ach, hey. Sehen wir hier Metterschling. Metterschling, genau. Noch einen da. Oh, da ist noch einer. Und was ist das hier? Lila Blumen. Oh, da wird ja mal mehr hier. Hier ist einer. Okay. Was mit dir? Hier soll noch ein Schmetterling sein. Da ist doch sowas. Ich sehe hier keinen Schmetterling. Hier ist eine große Libelle. Aber ein Schmetterling? Hier steht ein... da! Oh, hat der sich versteckt. Okay, dann haben wir hier alle. Das heißt, wir kommen wieder mal nicht weiter. Ich brauche dann die lila Blumen. Hier ist eine. Okay, das war die einzige. Hier habe ich einen gesehen. Es ist aber noch eine da. Da ist eine. Und dann hatten wir hier unten eine. Stimmt, stimmt. Wir hatten hier unten eine da. Und dann ist die eine noch hinter Glas. Okay, dann kann es hiermit nicht weitergehen. So, was haben wir hier noch? Okay. Ah, hier. Hier ist der Button. Jetzt fehlt bloß noch... Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist noch eine Blume. Oh. Ach, 6 Puzzleteile sollen wir besorgen.
Das sind die hier, ne? Okay, hier haben wir alle. Da war eins. Hier war noch ein zweites, ne? Das war hier oben, genau. Okay. Und dann... Da war eins. Hier ist noch eins. Noch eins. Uiuiuiuiui. Noch eins. Da. Okay, dann kann es nur noch hier unten irgendwo was sein. Das war's nicht, ne? Nee. Hier ist auch gar nichts. Dann hier? Hier. Ah, da, stimmt, das war in der Tasche. Ah, dann können wir jetzt... Upsala, dann können wir ja jetzt die Maschine da anfassen. Hier vorne. Bum, 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 bum. So. Ah, sehr schön. So, warte mal, der Bumskolben, der kommt... Ja, der passt gut dahin. Dann passt das dahin. Nee. So. Du kommst dahin. So. Okay, und das. Ey, die ist frei. Ist das schön. Sehr herrlich. Okay, das ist frei. Jetzt haben wir... Hey, Bienchen, kommt her. Sauber. Bestimmt da rein. Was der hier macht, keine Ahnung. Was? Was bimmelt denn hier? Hier brauchen wir noch ein Dings. Müssen wir also erstmal hier rein, wie es scheint. Oh, was ist das hier? Ah, die sollen wir jetzt besorgen. Was haben wir hier? Der hat irgendwas im Schnabel. Okay. Ah, erwischt. Was ist das hier? Hier ist eine von... Ah, hab dich. Nichts mit Verstecken hier. Was ist das hier? Hier gibt's doch einen Puck. Ist das vielleicht der hier vorne, wa? Und ein Schmetterling. Hier drin ist ein Schmetterling. Mal gucken. Okay. Nee. Da ist er. Was ist hier in den anderen Sachen noch dran? Nee, so. Können wir nicht mitnehmen. Nee, können wir nicht mitnehmen. Fehlt Metterschling. Ansonsten müssen wir die hier noch besorgen. Warte mal. Hier ist eine. Da ist Glühbirni. Okay. Haben wir. Hier gibt es auch einen Glühbirni. Genau, die hatte sich hier hinten versteckt. Und hier ist noch eine. Damit wären alle hier erledigt. Glühbirni. Glühbirni. Da oben sitzt sie. Hier ist keine. Da ist eine. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Dann gehen wir mal schnell zurück. Da? Okay, er gießt die Schwester. Er geht von dem Dings. Bringt Ballons und Spielzeug. Okay, wir haben jedenfalls die Dings hier. Warte mal. Warte.
Ah, mal sehen, ob das klappt. Mal sehen, ob das klappt. Tada! Warte mal, guck mal, das breitet sich hier aus. Kann das sein? Das sehe ich jetzt erst hier. Das breitet sich immer mehr aus. Okay, nun gut. Wir schauen beim nächsten Mal weiter, wie es hier fortgeht, ne? Was wir hier hinter finden werden. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Firefox.